einer Unterlidfältchenbehandlung bei einer jungen Patientin und hier der Behandlungsverlauf. Jetzt muss sie natürlich lachen, das liegt nicht daran, dass wir gerade einen Witz erzählen, sondern damit wir die Fältchen in der vollen Ausprägung einmal sehen können und dann wird die Behandlung gleich durchgeführt. Sie ist auch direkt danach gesellschaftsfähig. Man sieht, sie hat keine Schmerzen, sie hat nicht mal ein Zucken mit den Augen und so leicht kann die Behandlung stattfinden, wenn man natürlich das daran geübt ist und wenn es ein Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie ist, der auch die notwendige Erfahrung hier in diesem Bereich hat. Das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich. Das wird jeder, denke ich, nachvollziehen können. Und gerade bei so einem Eingriff sollte man immer zu einem Facharzt für plastische Chirurgie gehen.